Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt meinen Formcheck von heute Morgen schon gesehen. Gewichtstechnisch jetzt erstmal nichts passiert, aber Stefan ist zufrieden. Alles bleibt erstmal beim Alten, alles ist gut. Ich habe heute den Arschmuskelkater meines Lebens. Obwohl ich gestern nicht übertrieben habe, trotzdem so einen dollen Muskelkater. Aber ich lieb's ja. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Heute stehen Schultern auf dem Plan. Ich war vorhin schon beim Friseur, habe mir meine Extensions hochsetzen lassen. Ich habe mal einen Clip aufgenommen, wie ich aussehe, ohne meine Extensions drin. Also meine Haare sind halt wirklich sehr kurz und ich habe sehr, sehr wenig Haar, beziehungsweise sehr dünnes Haar. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr happy, wieder meine Extensions drin zu haben. Wir haben einen Spliss-Cut gemacht, weil sowohl ich als auch meine Extensions hatten Spliss, aber jetzt wurde das alles weggeschnibbelt und die sind dadurch einen kleinen Ticken kürzer, aber nur ganz, ganz bisschen. Aber ist okay. Es passt eh ganz gut, weil die sollen ja auch nicht zu lang werden, dass sie irgendwie den Po bei der Backpose irgendwie verdecken oder so. Hab mir direkt dann auch schon meinen nächsten Termin geben lassen für in genau 5 Wochen. Das ist genau eine Woche vor meinem Wettkampf, damit ich da meine Haare genau fresh habe. Ja, und jetzt fahre ich ins Schultertraining, lasse die Kamera aber zu Hause. Live hat mich wieder verlassen. Und ist zu seinen Eltern gefahren. Also habe ich sturmfreie Bude und werde nachher irgendeinen schnulzigen Film anmachen und einfach chillen. Guten Morgen zusammen. Wir haben heute Donnerstag. Ich habe heute frei. Und ich habe dieses Video zwar so begonnen wie die anderen Vlogs auch ganz normal, habe mich aber dann mittendrin umentschieden und möchte doch etwas anderes mehr thematisieren in dem Video oder in den Fokus stellen. Und zwar mache ich 2 Full Days auf Eatings. Einmal an einem Trainingstag und einmal an einem Rest Day, weil sich das einige gewünscht haben und ich mir dachte, dann ist es mal ein bisschen was anderes in dem Video. Deswegen switche ich jetzt um. Und ihr bekommt ab jetzt 2 Tage, wo es nur darum geht, was ich alles esse und trinke und zu mir nehme. Ich werde die Mengen nicht komplett sagen, weil ich nicht möchte, dass sich andere daran orientieren, aus offensichtlichen Gründen. Und ihr könnt natürlich selber euch das schätzen und ne, ungefähr herausfinden, wie viel das ist. Aber tatsächlich weiß ich selber nicht mal genau, wie viel ich esse. Weil ich habe ab einem bestimmten, also ich könnte zwar nachgucken in meinem Plan, aber ich will es auch gar nicht, weil für mich ist es irgendwie einfacher, weil dann bin ich nicht so verkopft bei der Sache und denke mir irgendwie so, oh, ich esse nur so viel, dann wie kann ich da überhaupt Kraft haben oder Energie oder wisst ihr, was ich meine? Deswegen will ich es gar nicht erst irgendwie genau wissen, sondern esse einfach nach Plan, was Stefan mir aufschreibt und so geht es mir am besten damit. Heute ist Leg Day. Und heute bekommt ihr ein Full Day of Eating an einem Trainingstag. Als allererstes nehme ich meine Subs morgens. Wieder 10 Gramm Glutamin. Einen ordentlichen Scoop von Metamix. Ja. Dann habe ich hier meine Subdose. Da habe ich mir ein Bodybuilding-Depot-Sticker draufgeklebt. Weil die war No Name. Dann nehme ich einmal Curcumin, Q10, Vitamin D3 und K2. Und normalerweise nehme ich Vitamin C nur abends eine, aber momentan nehme ich eine morgens und abends, weil ich ja letztens ein bisschen erkältet war und ich nochmal auf Nummer sicher gehen möchte erstmal. So, hier haben wir mein Frühstück. Das besteht aus Reisflocken, 2 ganzen Eiern, 2 Eiklar, etwas Royal Flavor und ein bisschen Wasser. Und das backe ich mir dann ja immer im Ofen. Und darüber ist dann so eine Zero Calorie Salted Caramel Soße, Zimt und Salz.
So, mein Frühstück wurde jetzt ganz gut verdaut. Jetzt gibt es mein Pre-Workout. Da gibt es jetzt nämlich gerade eine Änderung. Und zwar wurden meine Kalorien wieder etwas reduziert. Und davor hatte ich als Pre-Workout ja Reisflocken mit Isolat. Aber die Reisflocken sind jetzt rausgeflogen. Das heißt, es gibt nur Isolat als Pre. Aber im Post-Workout sind Reisflocken noch vorhanden, Gott sei Dank. Und ich hatte ja letztens bestellt mein Isolat-Butterkeks. Ich habe sogar noch die Verpackung, weil wir zu faul sind, unseren Pappmüll wegzuschmeißen. Habe ich jetzt einfach umgefüllt in die Wack-Dose. Oh mein Gott, ich liebe Butterkeks so sehr. Und durch das Isolat wird das tatsächlich in den Reisflocken auch noch mal ein bisschen fester. Das heißt, man hat noch mal ein bisschen mehr zu kauen. Und jeder, der eine Diät macht, weiß, je mehr du zu kauen hast, desto geiler ist es. Oh mein Gott, das ist so, so lecker. Das tippe ich jetzt hier einmal nebenbei. Mache mir gleich noch einen Kaffee auf jeden Fall. Und bereite mir mal schon mal mein Intra vor. In meinem Intra habe ich ja leider auch keine Carbs mehr. Meine EAAs, die reichen nicht ganz. Das heißt, ich muss eine neue aufmachen. Ich hatte euch ja im letzten Video gezeigt, dass ich aufgrund des Leucingehalts meine EAAs jetzt mit den BCAAs hier mische. Ich habe hier einmal schwarze Johannisbeere und Orange und beide Sorten sind so geil. Schwarze Johannisbeere ist tatsächlich extrem, extrem süß. Also mir teilweise sogar ein bisschen zu süß. Aber ich nehme Geschmäcker gerade sowieso einfach sehr, 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 sehr doll wahr. Aber finde ich richtig geil. Und Orange, Leute, es schmeckt wirklich wie Orangensaft. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du so einen Orangengeschmack hast in irgendwas, der so richtig künstlich schmeckt. Also so. Das ist ja ganz oft so bei fruchtigen Sachen. Man merkt einfach, es ist so ein richtig künstlicher Geschmack. Aber hier gar nicht. Man hat wirklich das Gefühl, man trinkt Orangensaft. Das ist so crazy. Ah ja, und Beta-Alanin natürlich. Und auf dem Weg ins Gym gibt es noch ein Nocco, weil ich ja nicht schon genug Koffein über den Tag übertrinke. Aber das muss auf jeden Fall sein. Lieblingsgeschmack Mango. Ah, nice. Let's go ins Training. So Leute, ich bin durch mit dem Training. Normalerweise esse ich meinen Post-Workout. Oh mein Gott, mein Handy fällt. Ja, normalerweise esse ich meinen Post-Workout direkt noch im Gym, aber ich wollte da drin halt in der Umkleide nicht filmen. Deswegen habe ich es jetzt mitgenommen und werde das hier im Auto kurz essen. Es ist mega warm in meinem Auto gerade. Oh mein Gott. Und zwar haben wir hier Reisflocken mit Isolat und Datteln. Und das will ich nicht fokussieren. I'm sorry. Darauf ein bisschen Salz, weil Salz ist life. Und dann habe ich ja. Oh. 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 I'm so sorry. Ich habe auch nur mein Handy mitgenommen, weil ich wollte nicht extra hierfür meine Kamera mitnehmen. Aber mit meinem neuen Handy ist die Kamera richtig nice, oder? Ja, mein Training war richtig nice. Dann 50 Minuten Cardio hinterher gemacht. Ja. Sorry. Es wird Zeit für meine nächste Mahlzeit und da habe ich Gemüse und Hähnchen und ein bisschen Ketchup drüber. Ja, ich würde sagen, das ist so die kleinste und traurigste Mahlzeit. Obwohl, nein, mein Pre-Workout ist jetzt die traurigste und kleinste Mahlzeit. Aber danach folgt auf jeden Fall die hier. Aber ja, mein Tipp ist, wärmt euch das einfach zu heiß auf, dann müsst ihr es langsam essen und dann hat man länger was davon. Und dann gibt es wie immer als Nachtisch zwei Tees und natürlich noch den Kaffee.
So, es ist Zeit für meine nächste Mahlzeit. Ich war duschen und habe mich wieder in meinen kuscheligen Mantel geschmissen, weil ich mir zu Hause halt denke, ich brauche es einfach nur echt gemütlich und bequem und habe mir sogar echt kurz überlegt, ob ich mir irgendwie einen Jogger und einen Top anziehe, aber einfach nur, um nicht wieder in diesem Mantel in diesem Video zu sitzen. Aber dann dachte ich so, wie fake wäre das dann und unauthentisch. Deswegen, so sieht die Realität nun mal aus. Ich laufe eigentlich 24/7, wenn ich zu Hause bin, in dem oder meinem grauen, kuscheligen Bademantel rum. Ja, aber genau, es gibt jetzt Essen. Und zwar das gleiche wie mein Mittagessen, also Gemüse und Hähnchen, plus noch Avocado und Ketchup natürlich auch wieder. Und ich esse das jetzt einfach aus meiner Meal Prep Dose, einfach nur um nicht noch extra weiteres Geschirr dreckig zu machen. Deswegen esse ich das daraus. Tee habe ich mir auch wieder gemacht, zwei Stück. Bin momentan extrem irgendwie auf Teetrip, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich wegen den Sorten, weil das wie so ein kleiner Nachtisch ist für mich. Aber normalerweise, wenn es ein bisschen wärmer wird, trinke ich dann eher einfach nur Wasser. Aber ich bin eigentlich nicht so eine gute Wassertrinkerin. Also ich brauche schon eher ein bisschen was mit Geschmack, deswegen so. So, und dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Mahlzeit für heute. Und zwar Quark mit selbstgemachten Paranussmus. An Trainingstagen habe ich ein bisschen weniger Quark, aber nicht, beziehungsweise Joghurt, griechischen Joghurt, aber nicht so viel weniger als an Rest Days. Und da kommt natürlich auch ein bisschen Geschmack noch mit rein. Und Live hatte mir andere Paranüsse geholt, als ich sonst immer hole. Und wie ihr seht, ist mein Nussmus eher so eine Nusspaste geworden. Ich finde das irgendwie geil. Also, ich finde es schon geiler, wenn das eher wie so ein richtiges Nussmus ist. Aber dann ist das jetzt erstmal ein bisschen eine Paste. Perfekt. Und dann auf das Nussmus a little bit of salt. Weil ihr wisst, Salz ist live. Und so sieht das Ganze dann aus. Heute ist ein Rest Day und heute zeige ich euch dann meine Mahlzeiten über den Tag, über die ich so an meinen Rest Days momentan esse. Ich werde das jetzt nicht genauso handhaben wie den anderen Tag, dass ich alles einmal komplett filme, weil ihr habt mich jetzt schon 6-mal essen sehen und das muss jetzt nicht nochmal 6-mal sein. Deswegen werde ich mehr oder weniger ein bisschen was dazu erzählen eher und das Ganze so ein bisschen zeigen, weil so viel anders ist es jetzt auch nicht. Aber ein paar Unterschiede gibt es schon. Eben habe ich schon meine Supplements genommen, die sind nämlich an allen Tagen genau gleich. Und ich habe ein T-Shirt von Bodybuilding Depot bekommen. Wie süß sieht das bitte aus? Es ist rosa und ich liebe es. Und hier steht Bodybuilding Depot drauf. Und dann haben wir hier unten das Zeichen. Und der Rücken sieht so aus. Mega, mega cute. Ich lieb's. Mein neues Lieblings-T-Shirt. Und es freut mich übrigens echt mega. Viele Kommentare erreichen mich, die sagen, die haben durch mich Bodybuilding Depot entdeckt und wie zufrieden und glücklich sie mit der Marke sind und dass sie wirklich überzeugt sind von der Qualität und auch voll hinter der Marke stehen. Und das freut mich so, so sehr, weil ich bin es auch durch und durch, das wisst ihr. Deswegen freut mich das umso sehr, wenn ihr das genauso empfindet und auch versteht, dass es eine tolle Marke ist und alles, was dahinter steckt. Deswegen freut mich das sehr, dass ihr das für euch entdeckt habt. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr weiterhin mit meinem Code bei Bodybuilding Depot shoppen würdet. Tut nicht nur mir damit was Gutes, sondern auch euch. Genau, weiter zu meinem Full Day of Eating an einem Rest Day. Ich werde jetzt frühstücken. An Rest Days habe ich 10 Gramm mehr Reisflocken als an Trainingstagen. Und ansonsten ist alles gleich. Genau, und dann mache ich mir dazu natürlich auch Tee und Kaffee. Das ist meine erste Mahlzeit. Obwohl ja heute Rest Day ist, bedeutet das trotzdem, dass ich Cardio machen muss. Beziehungsweise ich habe es mir so ausgesucht. Ich habe ja einen Tag der Woche Cardio frei, aber den lege ich mir mal auf morgen, weil morgen ist mein anstrengendes
anstrengendstes Beintraining und da habe ich mir gedacht, ist das der perfekte Tag, um nicht hinterher noch Cardio zu machen. Deswegen heute dann meine 50 Minuten Cardio auf dem Plan und da trinke ich dann währenddessen Wasser und mixe mir ein bisschen von den EAAs mit rein, einfach nur, damit das ein bisschen Geschmack hat. Ihr wisst, ich und Wasser, also wirklich nur so ein bisschen, nicht mal einen halben Scoop. Und eben gab es vorher natürlich nochmal ein Käffchen, der zweite für heute. Und dann fahre ich jetzt ins Cardio. So, ich bin wieder zurück vom Cardio und jetzt gibt es mein erstes Mittagessen. Das ist übrigens alles, was hier drin ist. Das teile ich heute auf in 3 Portionen. Also hier ist 2-mal mein Mittagessen, 1-mal mein Abendessen. Und zum Abendessen kommt halt nochmal Avocado mit drauf. Davon lege ich mir jetzt meine erste Portion ab. Das mache ich mir jetzt warm. Sorry, nicht erschrecken. Das ist gerade ein bisschen Skincare-Time. Ich habe gerade meinen Meal Prep erledigt und ich denke, ich werde so in einer halben Stunde mein zweites Mittagessen essen. Habe aber Durst bekommen, hatte aber keinen Bock auf Tee ausnahmsweise mal, weil irgendwie ist es voll warm geworden gerade, worüber ich übrigens sehr froh bin. Nächste Woche sollen wir irgendwie 20 Grad bekommen. I'm so here for it. Live findet das immer richtig cringe, wenn ich Englisch spreche in Videos. Aber das ist immer so, ich liebe Englisch und manchmal möchte ich Englisch sprechen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt ein Meta Plus gemacht. Und so sieht mein Meal Prep aus. Habe ich ja schon mal gezeigt. Habe jetzt für die nächsten 7 Tage vorgekocht, sodass ich erst nächste Woche Samstag wieder kochen muss. I love it. Sorry, der Geschirrspüler läuft, aber es ist Zeit für mein zweites Mittagessen. Das gleiche wie vorhin mit Ketchup. So, Zeit für meine nächste Mahlzeit. Und es ist genau dieselbe wie an Trainingstagen, also Hähnchen, Gemüse, Avocado und Ketchup. Nur ich habe an Rest Days nur noch die Hälfte an Menge von der Avocado wie an Trainingstagen. Das lasse ich mir jetzt schmecken. So, es ist Zeit für meine letzte Mahlzeit für heute. Und zwar mein Quark mit selbstgemachten Paranussmus. Ach ja, ich habe mir heute wieder neues Paranussmus gemacht und ich habe wieder die Nüsse geholt, die ich sonst immer habe. Und es ist halt wieder viel flüssiger geworden und das liegt halt daran, dass, glaube ich, der Fettanteil bei denen ein bisschen höher ist. Auf jeden Fall ist es wieder wie ein richtiges Nussmus geworden und das feiere ich sehr. An Rest Days habe ich 100 Gramm mehr Quark als an Trainingstagen. Und die Menge an Nussmus oder Nüssen ist mittlerweile die gleiche. Ein bisschen Salz drüber. Genau. Und Flavor. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann sehen wir uns wieder für meine Supplement-Routine am Abend. Ich gehe jetzt mit euch durch, was ich abends alles so für Supplements alles zu mir nehme. Und zwar haben wir wieder 10 Gramm Glutamin. Dann einmal die Micronutrients hier. Da sind 14 Vitamine und 10 Mineralien drin. Davon ein Scoop. Dann natürlich Kreatin. Normalerweise haben wir die Kapseln, aber jetzt ist hier das Pulver, weil die Kapseln sind, glaube ich, ab dem Mitte April irgendwann auf jeden Fall wieder lieferbar. Ich weiß es nicht mehr genau, aber schaut da gerne ab und zu mal rein. Wir haben doch Mitte April gerade, oder? Oh mein Gott. Wir haben eigentlich schon fast Mitte April. So, dann kommt wieder hier meine tolle Pillenbox. Magnesium, Vitamin C, Joint Supply. Und aus dem Kühlschrank Omega-3. Das war's. Und das war's auch schon mit meinem Full Day of Eating. Außer eine kleine Sache noch. Und zwar nehme ich immer jeden Abend direkt vorm Schlafengehen oder so eine halbe Stunde bevor ich eigentlich schlafe ein Melatonin-Gummy. Pro Portion hat das 8 Kalorien, das nehme ich halt schon seit der Offseason und
Ich liebe diese Dinger so sehr. Das ist irgendwie voll zu so einer Abendroutine geworden, auf jeden Fall. Oder zu meiner Supplement-Routine, wie man will. Und das ist irgendwie nochmal wie so ein ganz kleiner Nachtisch vorm Schlafengehen, wo der Hunger teilweise meistens am größten ist. Und das ist dann so, wie als würde man so ein Gummibärchen nochmal essen, weil die sind auch ein bisschen größer und die sind echt lecker. Und ja, Melatonin hilft beim Schlafen, hilft beim Durchschlafen. Ich meine jedenfalls davon, einen Effekt zu spüren. Deswegen nehme ich es auf jeden Fall. Abschließend zum Video möchte ich nochmal sagen, ich weiß, es ist wenig Essen, Leute. Ihr müsst mir das nicht sagen. Also, und ihr sollt euch auch bitte nicht vergleichen. Und, oder so, solche Sätze wie, das ganze Essen, was du über den Tag über isst, das esse ich zum Frühstück. Diesen Satz kann ich nicht mehr hören. Diesen Satz kann ich nicht mehr hören. Könnt ihr euch das nicht vorstellen, wie oft ich das höre. Ich möchte nicht, dass ihr euch daran ein Beispiel nehmt. Ich möchte nicht, dass ihr das nachmacht. Ich möchte euch nicht dazu inspirieren, ja, das genauso zu machen, weil jeder Mensch ist anders und es ist halt individuell auf mich abgestimmt, so wie es jetzt ist. Und ihr dürft nicht vergessen, es ist eine Wettkampfdiät, es ist keine Lifestyle-Diät. In 6 Wochen geht es für mich auf die Bühne und jetzt geht's ran an den letzten Speck. Wisst ihr, deswegen, ich weiß, es ist wenig, ich weiß, es ist krass für Außenstehende, aber es ist auch nur vorübergehend. Es ist keine Ernährung, die ich jetzt langfristig machen würde und die auch langfristig gesund wäre. Deswegen behaltet das bitte im Auge oder behaltet das bitte im Kopf, dass es wirklich nur für eine kurze Zeit ist. Ich habe ein Ziel vor Augen, ich möchte auf die Bühne, ich möchte mich gut platzieren, ich möchte die Pro-Card gewinnen, ich möchte einfach richtig gut werden und das ist nun mal das, was dafür nötig ist. Und es ist auch nicht für jeden was und das ist auch völlig okay, aber ich entscheide mich selber dafür und ich liebe es jeden Tag. Klar, es ist anstrengend, klar habe ich Hunger, klar merkt man, dass die Diät an einem zerrt, aber ich suche es mir selber aus und ich liebe jeden einzelnen Tag davon und jeden einzelnen Moment und es ist jetzt schon so anders als meine letzte Prep, aber ich glaube, dazu mache ich nochmal nach der Prep ein einzelnes extra Video, wo ich das ein bisschen vergleiche. So. Okay, genug gelabert. Ich hoffe, die 2 Full Day of Eating Tage haben euch gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen des Videos. Gute Nacht und wir sehen uns im nächsten Video.